Und jetzt die Werbung. Der schönste Tag im Leben. Wenn sich zwei Menschen lieben und vor dem Altar Ja sagen. Was kann diesen Moment schöner vollenden als Trauringe von Schmuck Novak? Ihr Trauring-Spezialist mitten in der City von Hageln. Wenn Ihnen der Sinn nach traumhaftem Design und hochwertiger Qualität steht, dann ist Schmuck Novak in Hageln die Adresse für Sie. Schmuck Novak in Hageln in der Mittelstraße 21 oder auch im Internet unter www.schmuck-novak.de. Schmuck Novak, wenn Schmuck die Sinne berührt. Radio 58. Aus Hagen für Hagen. In den Räumen der Stadtbücherei Hasper. Und Hasper ist bekanntlich ein Stadtteil von Hagen, obwohl das die Hasper gar nicht so gerne hören möchten. Da unterzeichneten an diesem Donnerstag, dem 20. Dezember, einige wichtige Leute einen Kooperationsvertrag. Der Vertrag ist Grundlage für den Einstieg der Ehrenamtlichen zugunsten der Stadtbücherei Hasper. Mehr dazu von Dietmar Latsch. Der hatte nämlich den Oberbürgermeister Jörg Dehm am Mikrofon. Ja, Herr Oberbürgermeister, Hasper hat jetzt eine Bücherei, das heißt, die hatten wir ja vorher schon, nur es war ja eine schwierige Situation. Jetzt ist ein neues Konzept hier durch das Lesezeichen e.V. möglich, dass Ehrenamtliche diese Bücherei hauptsächlich unterstützen und wie im Beispiel Hohenlimburg schon eigentlich ein erfolgreiches Modell gefahren werden kann, das solche Dinge sichert. Ein guter Tag? Ein unbedingt guter Tag, sagen wir, denn die Nachricht ist ja, Hasper behält die Bücherei und zwar auf Dauer, weil wir diese Kooperation zwischen den hauptamtlichen Kräften die Stadt stellen kann und das sind eben immer weniger und dem starken ehrenamtlichen Engagement hier hinbekommen, eben tatsächlich zum zweiten Mal hinbekommen nach dem guten Beispiel in Hohenlimburg und das ist eine Riesenleistung, die die Hasper hier gebracht haben. Das ist ja auch eine große Stärke Haspers, dass man hier zusammenhält und sich engagiert. Und dass man jetzt in relativ kurzer Zeit hier mehr als 50 Menschen gewinnen konnte für diese Zusammenarbeit, ich sag mal, ist wirklich sehr, sehr positiv. Ein großes Dankeschön von mir. Ich freue mich sehr, dass diese Kooperation jetzt Anfang 2013 losgeht. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie auch sehr gut funktionieren wird. Ja, wie gesagt, schon an den Erfahrungen, die man mit Hohenlimburg gemacht hat. Eigentlich ist es ganz gut, dass dieser Vorlauf da gegeben war, ne? Das ist immer, sag mal, dass man sich an einem Beispiel ein Stück ausrichten kann. Aber wir haben eben hier gehört, sie sind die Hasper auch ihren ganz eigenen Weg gegangen. Auch das ja nicht ganz untypisch. Und man merkt aber auch am Klima des Miteinanders hier zwischen den verantwortlichen hauptamtlichen Kräften in der Bücherei und den Vertretern von Lesezeichen e.V., dass das gut funktioniert, dass man wirklich harmoniert, dass man sich sozusagen auf Augenhöhe auch ernst nimmt, dass man respektiert auf der einen Seite, dass natürlich die hauptamtlichen Kräfte ihre Fachlichkeit einbringen, aber genauso schätzt, ich sage jetzt mal, was hier an Einsatz von den Ehrenamtlern gezeigt wird, denn sie binden sich ja hier wirklich in einen Schichtplan ein. Das ist ja nichts, was man mal so locker im Laufe des Tages entscheiden kann, sondern man geht ja wirklich eine Verpflichtung ein. Und ich finde das hoch anerkennenswert und glaube, dass das auch ein Vorzeigemodell sein wird. Somit ist ja auch die Stadt dann eine Sorge weniger, hat eine Sorge weniger, da ja dann tatsächlich auch wichtige Dienstleistungen vorgehalten werden können. Ne? Das ist unbedingt so. Ich sag mal so, natürlich ist es auch für uns gut, dass wir dieses Angebot in Hasper erhalten können. Wir sahen uns nur nicht in der Lage, es weiterhin ausschließlich mit Hauptamtlern zu tun. Hätten, wenn man so will, in den sauren Apfel beißen müssen, auf die dezentralen Einheiten zu verzichten. Aber gerade im Sinne auch unseres Bildungsauftrages, den wir auch sehr ernst nehmen, gerade im Sinne der Stärkung auch der entsprechenden Schreib- und Lesekompetenzen, ist natürlich so ein solches Angebot im Stadtteil sehr, sehr sinnvoll. Und dass wir es jetzt auf diesem Wege hinbekommen, ist ein gutes Zeichen. Das zeigt auch, wir müssen nicht immer nur Diskussionen in Schwarz und Weiß führen. Also die Frage, halte ich eine Einrichtung oder schließe ich sie? Sondern man muss manchmal auch gemeinsam andere Wege gehen. Und das ist eben hier auch mit sehr, sehr großem Erfolg gelungen. Radio 58. Aus Hagen für Hagen.